2020 Song des Jahres auf Radio Superfly und das verdient die wunderbare Amy Sechrist Let's Go von ihrer Orange EP. Ihr hört richtig, ihr hört Radio Superfly am Mittwoch, dem 16. Februar. Wünsche einen schönen guten Morgen. The Morning Reconnect with Gerald Travnicek. Der Mensch ist ein Rudeltier. Wir leben in und mit vielen Netzwerken, ohne es bewusst zu bemerken. In der Familie, im Freundeskreis, in der Schule, in der Arbeit, beim Sport oder bei einem anderen Hobby. Wir sind von Menschen umgeben, die wir kennen, lieben oder zumindest schätzen. Es kommt sehr darauf an, wie wir diese Netzwerke wahrnehmen und leben. Wir können durch unser Tun jedes Netzwerk beeinflussen, zum eigenen Vorteil oder zum Wohle des Netzwerkes. Aber wir können diese Netzwerke auch stören, für Irritationen oder Verwirrungen sorgen und dabei sogar dazu beitragen, dass sich im Extremfall so ein Netzwerk auflöst. Netzwerke sind irgendwie mit einem Körper zu vergleichen. Jedes Mitglied in diesem Körper trägt auf seine Weise zum Gelingen oder Scheitern bei. David Jakob Huber ist Experte für Networking. Er hat mehrere Netzwerke auf- und ausgebaut, die verschiedene Ziele verfolgen. Und er hat ein Buch mit dem Titel Erfolgskurs Networking geschrieben, das aufzeigt, wie man Netzwerke spielen und nutzen kann. Und in dem dargelegt ist, welche unglaublichen Potenziale im Networking sind. Frage: Was muss man denn beachten, wenn man bewusst so ein Netzwerk aufbauen will? Naja, man muss ein sehr klares Ziel oder, wie ich immer sage, eine Vision haben. Und man muss natürlich für sich selber die Frage beantworten, was will ich mit oder für das Netzwerk erreichen? Und das erfordert, dass man sich positioniert, dass man ganz genau weiß, was man kann, wo man steht und natürlich, wo man hin will. Das klingt ja sehr nach Business. Wie ich in der Einleitung erwähnt habe, leben wir ja unbewusst in so vielen Netzwerken. Ist denn das Networking, über das wir gerade sprechen, nur für geschäftliche Belange? Ja, gute Frage. Ich denke, dass Netzwerken oder Networking sich nicht nur auf Business bezieht. Wir brauchen Netzwerke auch, um gesellschaftliche, kulturelle oder vielleicht sogar karitative Belange nach vorne zu bringen. Einer meiner Leitsätze ist ja, alleine kannst du viele schaffen, im Team oder im Netzwerk kannst du alles schaffen. Und allein diese Aussage sagt ja schon, dass es eben nicht nur um Business, nicht nur um Geschäft geht. Das klingt spannend. Gibt es dafür ein Beispiel? Ja, natürlich. Sie erinnern sich doch an die Flut letztes Jahr im Sommer im Ahrtal, oder? Und da war es so, dass die Stadt Ahrweiler das komplette Equipment für die Weihnachtsbeleuchtung verloren hat. Und Anfang Dezember war Ahrweiler finster, während in ganz Deutschland die Lichter angegangen sind. Und so haben wir spontan ein Netzwerk gebildet, den Hashtag Ahrweiler soll leuchten kreiert und die Botschaft gemeinsam in die Welt hinausgetragen. Das hat dann dazu geführt, dass in der zweiten Dezemberwoche auch in Ahrweiler die Weihnachtsbeleuchtung angegangen ist. Da waren die Menschen aber sehr aktiv, oder? Was müssen Menschen mitbringen, die so eine Aktion starten? Müssen die wie die Marktschreier sein und welche Werte zählen da? Marktschreier, ein schöner Begriff. Ja, um so eine Aktion erfolgreich zu starten, muss man nicht Marktschreier sein. Man muss sich nur selber bewusst sein, welche Stärken und welche Schwächen man hat und man muss seine Stärken eben spielen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob du jetzt ein Marktschreier bist oder eher einer der Menschen, der in Ruhe und ohne Aufsehen agiert. Das Wichtige ist, dass man sich in das Netzwerk integriert und dass man aktiv ist, dass man seine Kontakte aktiviert und sie vor allem begeistert und zum Mitmachen animiert. Und da ist es manchmal so, dass Bescheidenheit, Ruhe und Stille doch entscheidend weiterhelfen können. Ziel erreicht, Aktion gelungen. Wie agiert ein erfolgreicher Netzwerker, eine Netzwerkerin jetzt? Man kann ja stolz darauf sein, wenn so etwas gelingt. Ja, wenn man was erreicht hat, dann freut man sich natürlich. Und wenn man sich freut, dann ist man auch stolz auf das, was man erreicht hat. Und das ist grundsätzlich ja auch richtig und das ist auch wichtig. Aber stolz zu sein bedeutet eben nicht, sich ins Rampenlicht zu stellen und sich nach vorne zu drängen. Und wenn man so ganz genau guckt, die meisten erfolgreichen Netzwerker, die sind eben deshalb so erfolgreich, weil sie sich nicht ins Scheinwerferlicht drängen, weil sie eher im Hintergrund agieren und weil sie Gutes tun,
darüber reden, aber eben nicht darüber prahlen, weil prahlen stoßt immer etwas ab. Vielen Dank, David Jakob Huber. Sein Buch heißt Erfolgskurs Networking und ist im Goldeck Verlag erschienen. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt etwas zu gewinnen. Yes! Und zwar habe ich dreimal je 90 Minuten für ein persönliches Coaching-Gespräch mit David Jakob Huber für all jene, die ihr Networking optimieren wollen. Das Coaching findet per Zoom statt und wenn das genau das Richtige für euch ist, dann schreibt einfach eine Mail an win@superfly.fm. Ein persönliches Coaching-Gespräch mit David Jakob Huber gibt es zu gewinnen. Networking richtig gemacht, sozusagen. Mail an win@superfly.fm. Viel Glück und jetzt schon an die GewinnerInnen. Viel Spaß beim Coaching.